So, hallo Leute. Ich zeige heute mal, wie das ColibriOS funktioniert. Das Kolibri ist ein vollständig in Assembler geschriebenes Betriebssystem. Hier oben ist die Seite und ich linke das nachher auch nochmal unter dem Video. So, das ist, wie man sieht, hier ein kleines, dennoch unglaublich leistungsstarkes, schnelles Betriebssystem. Dieses Paket benötigt nur einige Megabyte Festplattenplatz und 8 Megabyte Arbeitsspeicher, um vollständig zu laufen. Kolibri enthält eine reiche Auswahl von Anwendungen, Schreibprogrammen, Bildbetrachter und so weiter und so fort. Und das ist ein ziemlich nettes Ding. Und was wir machen ist, wir gehen hier oben hin in Download auf dieser Seite, auf Download, und ich habe hier Linux am Laufen. Das heißt, wir gucken uns das gleich mal an, dass ich irgendwie so eine Live-CD runterlade, und es gibt natürlich nur die in Englisch, und das kann man hier runterladen. So, da ist es. Und das habe ich alles schon gemacht, und ich gehe dann mal hier und öffne einen Browser dafür. Dann gehen wir. Ach, ich habe das alles schon gemacht, das heißt, ich habe das Ding irgendwie dann aufgemacht, hab das entpackt. Das ist ja ein gepacktes File, ne? Also das kann man dann irgendwie halt entpacken, und da ist ein ISO-File drin, und dieses ISO-File, das legt ihr euch irgendwo auf die Festplatte. Und das ist es eigentlich auch schon. So, das nächste, was wir machen, ist, wir installieren uns VirtualBox. Das kann man frei runterladen von virtualbox.org oder so. Und sagen, wir machen hier eine neue Appliance. Zum Beispiel hier, ich nenne das einfach mal Kolibri. Kolibri. Wir sagen, das ist im Prinzip ein Other. Und ich glaube, das hier. Keine Ahnung. So, 64-Bit. Ich weiß nicht, ob das 64-Bit ist überhaupt. Wir brauchen nur ganz wenig Hauptspeicher. Aber ich mache jetzt mal irgendwie 2 Gigabyte. Das ist gar nicht so viel nötig. Was hatten die gesagt? Man braucht dafür nur ein paar Megabyte. Also sagen wir mal, ich mache mal 512 Megabyte als Speicher. Wir nehmen eine kleine Festplatte, die wir dann herstellen lassen, sagen erzeugen. Dann ist es immer noch ausgeschaltet. Dann gehen wir da rein. Gucken uns das einmal kurz an. Kolibri, Other, 64-Bit. Dann können wir sagen, im Massenspeicher, da legen wir jetzt hier bei dem Massenspeicher legen wir jetzt das Kolibri ein. Das habe ich irgendwie schon, das sucht ihr dann irgendwie entsprechend raus. Stellt ihr auf Live-CD. Okay. Die Festplatte ist so. Dann haben wir noch, achso, die Festplatte. Da müssen wir mal gucken, was wir denn da ansonsten haben. Controller, genau, das ist keine. Ich habe momentan keine Festplatte angelegt, weil irgendwie brauchen wir nicht eigentlich, weil das praktisch direkt zu starten ist. Wir gucken noch einmal durch, ob das irgendwie alles stimmt. Wir haben irgendwie ein System, 512 MB Hauptspeicher. Wir haben irgendwie praktisch die Anzeige ist irgendwie. Wow, Grafikspeicher 8 Megabyte, das sollte eigentlich alles so sein. Wir haben keine Beschleunigung aktiv oder sonst was. Audio und ach, der Rest ist irgendwie eigentlich egal. So, dann wollen wir einfach mal gucken. Das ist eigentlich schon alles. Dieses ISO ist reingelegt. Ich starte das mal. 21, 22, 23. Zack, da ist er. Und er will jetzt, dass ich starte. Genau, da ist er jetzt. 1, 2, 3. Hier, da ist es. So, das war um die gesamte Bootzeit von diesem Betriebssystem. Wir können diese Sache wegmachen, und hier hätten wir jetzt irgendwie tatsächlich ein vollständiges. Jo, fang. Wir hätten jetzt hier ein vollständiges. So, ein vollständiges Setup. Was ist das denn hier? Gut. So, da können wir dann sagen: Help. Und da haben wir praktisch auch schon unsere Shell. Das heißt, wir können irgendwie alles Mögliche machen. Und wir können
Browser aufrufen oder irgendwelche Spiele spielen oder sonst was. Und das ist alles extrem klein, extrem effizient. Wenn ich zum Beispiel Free aufrufe, dann müsste er zeigen, dass wir hier gerade mal 512 Megabyte, das ist ein halbes Gigabyte Hauptspeicher haben. Das ist gar nicht so viel, wie wir nötig haben. Frei sind momentan, also wir haben eigentlich nur 110 Megabyte Hauptspeicher insgesamt für dieses laufende System. Das ist alles, was da ist. Was hier mit drauf ist, ist der FASM, also praktisch der Assembler, mit dem man arbeiten kann. Und naja, ein paar Debug-Sachen, Kalkulator, Textverarbeitung, alles Mögliche. Kann man sich zum Beispiel mal installieren, wenn man noch so eine ganz alte Kiste hat, dann kann man sich das da drauf packen. Das würde wunderbar funktionieren. Ich glaube, dass ein C-Compiler nicht vorhanden ist. Nein, GCC, nein, ist nicht da, aber FASM ist da. Ah, nicht? Ah, es ist irgendwie sozusagen irgendwie sehr, sehr einfach gehalten. Ich wollte es einfach mal zeigen, wie das geht. Und das war es eigentlich auch schon. Wir können jetzt hier irgendwie sowas machen wie. Ach, dieser Kram nervt. Ach so, jedes Mal, wenn ich aus dem Fenster rausgehe, fängt er an, irgendwie sowas zu machen hier. Da sind auch noch so ein paar MIDI-Geschichten. Da kann man irgendwelche Sachen machen, Festplatte fertig machen, irgendwie so ein kleines Spielchen spielen oder sowas. Das geht alles. Also dann sagt irgendwie so ein Puzzlespielchen, wo man dann sagt, ja, oh, das will ich dann irgendwie spielen. Keine Ahnung. Ja, das war's eigentlich auch schon. So, und damit irgendwie ist, wo ist nochmal der zu verlassen des Bildschirms? Ist es rechte Taste. Da. So, und das war's auch schon. Ach so, ja, runterfahren von dieser Sache ist natürlich Menü, Showdown, Reboot, Power Off, hier Menü, Shutdown meine ich, Kernel, Reboot oder Power Off, zack, werden runtergefahren und weg sind wir. Das war's schon. Okay.